Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren LFM-Rennrunde. Wir sind auf Silverstone diese Woche unterwegs. Ich habe mir gedacht, ich hau mich mal in die Rennen rein und wir schauen uns in diesem Video drei Rennen an. Und für mich ist die Woche sowieso ein bisschen kompliziert, sage ich mal, während im Hintergrund ein bisschen übrigens sieht, was so passieren wird, sage ich mal, in die Richtung. Die Woche ist nämlich auch am Samstag und Sonntag die Husa GT Masters und die Husa Rookie League, Samstag und Sonntag. Wenn ihr da teilnehmen möchtet, gerne auch die Links in der Videobeschreibung abchecken. Ich fahre auf jeden Fall bei beiden mit, zumindest ist der Plan aktuell. Und dafür muss ich auch noch Barcelona, also Circuit of the Catalunya, so lernen und gleichzeitig aber auch hier Silverstone. Und somit war das ein bisschen eine Herausforderung, auch mit der Strecke warm zu werden, während wir hier das letzte Rennen sozusagen anschauen, das ich gefahren bin, wo ich entsprechend in Split 2 eingeordnet bin, weil entsprechend Elo und entsprechend auch das Ding hochging, also das Safety Rating. Und wir schauen uns das in der verkehrten Reihenfolge an, sozusagen das letzte Rennen, was ich gefahren bin, auch das quasi schlechteste Rennen vom Ergebnis her. Und dann quasi gehen wir zu einem Rennen weiter und so weiter. Ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, was ich sagen will. Und ich werde mit Silverstone nicht ganz warm, ich sag's euch ganz ehrlich, während ich hier auf der Outlap einen Ferrari vor mir habe, wo ich nicht ganz wusste, was er eigentlich tut, weil er wurde auf einmal langsam und dann ist er auf einmal hinten mit einem Arsch drin geklebt, was ich einfach für eine Qualifying-Runde nicht wollte. Also ich wollte, in der Qualifying-Runde möchte ich eigentlich quasi halbwegs frei fahren können, das heißt kein Auto vor mir, das mir im Weg rumsteht, während hier einer voll abgeflogen ist, da vorne sehe ich gerade. Ich möchte aber auch gleichzeitig nicht, dass mir jemand am Arsch klebt, weil das einfach ein bisschen nervig ist, bin ich ehrlich. Deswegen habe ich dann den Ferrari auch wieder vorbeigelassen, damit ich entsprechend eine freie Runde fahren kann, im besten Fall. Also so ein bisschen Abstand vor mir ist okay, weil man damit auch ein bisschen schauen kann, was dann die andere Person macht, sage ich mal in die Richtung. Aber ich brauche halt wirklich keinen, der direkt hinter mir ist. Und Silverstone hat das Problem, dass die letzten Kurven sehr langsam sind. Also hier einmal diese Linkskurve und dann die langgezogene, diese quasi ja einmal 180 Grad Kurve mehr oder minder. Diese Hairpin hier, wo entsprechend sich das Feld ein bisschen zusammenstaucht, was gerade im Qualifying ein bisschen mühsam und nervig sein kann auch ein bisschen. Und dann gilt es natürlich hier nicht zu knapp zum Vordermann zu sein, weil ich wusste natürlich nicht, wie schnell ist der Vordermann, wie schnell fährt der da vorne mit Ferrari. Und entsprechend wollte ich dem nicht auflaufen, natürlich sollte ich schneller sein, wobei die Angst sollte man bei mir scheinbar eh nicht haben. Ich mag diesen Kurs einfach irgendwie nicht. Diese erste Kurve ist schon mal so ein bisschen ein Problem. Ich habe den Wagen da einfach oft genug nicht rumbekommen. Also nicht genug Rotation, damit man entsprechend die so ein bisschen nach innen und dann raus beschleunigen kann. Das heißt, die Runde war schon mal ungültig. Dann haben wir es nochmal probiert, nochmal eine Runde. Die ist dann tatsächlich aber auch gültig. Eine 2-0-1-0. Nicht wirklich gut, muss ich sagen. Die Besten fahren so sehr niedrige 1, oder also so, ja, und knapp unter 1,57, während ich hier wieder einen Fehler mache. Den gleichen wie vorher schon. Unter 1,57 fahren so die Top-Fahrer, sag ich mal, in die Richtung. Wo ich nicht dazugehöre, eindeutig. Die Runde auch wieder so eine 2,04. Also auch nicht wirklich super gut, muss man sagen. Und wie gesagt, es ist einfach, ich habe mir einfach schwer getan, auch hier wieder, aus Frust bin ich dann einfach gegen die Mauer gefahren, weil es mir einfach schon so auf den Nerv ging. Ich habe echt den Fehler hier öfters gemacht, leider. Ja, somit leider nur Platz 14 für dieses Qualifying, weil die Zeit einfach nicht gut genug war. So, ja, sehr niedrige 2-0er Zeiten, das schaffe ich normalerweise schon, habe ich auch schon geschafft öfters. Aber es wollte einfach nicht im Qualifying. Ich sage ja, ich bin dann doch über drei Sekunden entfernt von wirklich guten Zeiten, während hier der Ferrari irgendwie vor mir keinen guten Run bekommt, weswegen der Porsche hinter mir drauf fährt. Alles ein bisschen, ja, zusammengepfercht hier quasi zum Start dieses Rennens. Und der Ferrari vor mir. Rechts ist ein Auto. Ich versuche natürlich hier möglichst irgendwie Platz zu lassen. Der steckt dann ein bisschen in Retour. Der Ferrari wird ein bisschen weiter drüben. Dann entsprechend der Porsche, der vor mir ein bisschen langsam fährt, wo ich mich einbremsen musste. Ferrari, der dann plötzlich neben mir wieder war, was komplett überraschend war. Während hier schön Staub aufgewühlt wird von den Leuten, die alle ein bisschen weit gegangen sind am Exit oder am Kurveneingang. Während wir hier in einer schönen, vollgepackten, ja, Grid unterwegs sind. Während ich mich hier ein bisschen fast verbremse, aber eigentlich noch die Kurve kriege, leider der Porsche bei mir quasi im Weg steht sozusagen. Da vor mir ist jetzt irrsinnig viele Leute, irrsinnig viele Fahrer. Während ich versuche hier natürlich dran zu bleiben, hinter mir der Ferrari, der auch vorbei möchte natürlich. Und auch hier so ein Punkt, wo einfach gerne Übersteuern passiert. Ich werde ein bisschen weit, dann kommt der Ferrari da innen. Und ja, ich glaube, das Ding geht auf meine Kappe. Also ich habe da, glaube ich, ein bisschen die Situation verstanden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da mir einer innen reinsticht in dieser Kurve. Seht ihr das hier nochmal? Also ich habe nicht damit gerechnet, dass hier einer innen reinsticht. Deswegen wollte ich natürlich einen halbwegs guten Exit haben. Aber ich bin hier echt schlecht rausgekommen. Der Ferrari dachte sich, hey, da geht eine Lücke auf. Und ich habe die dann einfach in letzter Sekunde zugemacht. Das war
irgendwie mein Fehler auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall mein Fehler, während ich hier ein bisschen weit gehe. Auch hier leicht passiert, ein bisschen zu spät gebremst, nicht genug gebremst. Und entsprechend wirst du hier ein bisschen weit. Die letzte Kurve raus beschleunigen. Ich habe es auch hier nicht hinbekommen. Also ich sage, ich werde mit dem Kurs nicht ganz warm. Mag auch ein bisschen am Setup liegen, dass ich einfach vom Setup her noch nicht die Balance gefunden habe, so wirklich den Wagen rotieren zu lassen auf der Bremse zum Beispiel. Auch hier wieder sehr weit. Der Wagen einfach nur am Untersteuern. Also zu viel am Übersteuern beim Exit zum Teil und dann auf einmal wieder komplett untersteuern, während der Ferrari dadurch an mir vorbeigeht. Ein BMW ist ja knapp im Rückspiegel. Hier willst du ein bisschen cutten, damit du entsprechend hier auch schön rüberkommst und dann früh wieder aufs Gas, um entsprechend möglichst viel Geschwindigkeit mitzunehmen. Während hier vor uns ein Ferrari abfliegt und ich dachte zuerst, die zwei Ferraris haben sich berührt und quasi der gelbe Ferrari hat den anderen Ferrari abgeschossen. Wir sehen hier aber, das ist clearly nicht der Fall gewesen, also der komplett unbeteiligt. Ein bisschen aufs Gras, ein bisschen am Curb, am Hüpfen und das Auto ist einmal schön abgeflogen. Also da komplett eigener Fahrfehler, während hier auch ein Porsche rechts plötzlich stand und ich war so, ah, okay, cool, eine Position gratis, wieso nicht? Platz 11 somit führt dieses Rennen erstmal. Wie gesagt, es lief nicht wirklich gut, wenn ich hier quasi erstmal eine gute Zeit fahre, 2.08 als Zeit, 2.008 so herum natürlich, dann noch eine Zeit, 2.006. Wie ihr seht, oben am Delta. Also eigentlich ganz stabile Zeiten. Abstand zum Vordermann, zum Hintermann ist auch ganz okay. Die Pace hat dann ein bisschen nachgelassen, leider. Die vor mir kämpfen auch ein bisschen, wodurch ich dachte, okay, vielleicht ist das die Chance für mich. Vielleicht kann ich da ja quasi irgendwie, was davon gewinnen. Aber ihr seht dann relativ zum Schluss hin, leider nein. Also es hat mir nichts gebracht. Die zwei hinter mir relativ knapp dran. Einmal der Ferrari und einmal der, während hier ein Ferrari weit ist und Ferrari quer auf der Strecke gestanden ist. Das war auch nicht gut. Zwei Positionen erstmal gewonnen, aber ja. Ich sag, ich wurde einfach nicht ganz warm. Es war zeitweise die Pace ganz okay. Aber so kleine Fehler, wie hier zum Beispiel, ein bisschen weit gehen, weshalb du dann durch den Porsche hinter dir, der wesentlich schneller ist, einlädst, quasi vorbeizugehen. Auch hier, er ist ganz knapp dran. Ich werde ein bisschen zu spät eingelenkt. Er habe ihm hier die Tür offen gelassen. Leider dann hier einfach komplett die falsche Linie verbremst und er geht hier an mir vorbei. Wenn ich hier nochmal ein bisschen einen Fehler mache, wodurch dann der Ferrari hinter mir plötzlich wieder da ist. Das war, glaube ich, einer von den Unfallgegnern da. Der dann aber hier zurücksteckt, weil hier willst du einfach nicht innen überholen, weil das geht eigentlich, kann eigentlich nur schief gehen in die Richtung. Ich versuche dann abzudecken, bremse aber vielleicht eine Spur zu früh, könnte man sagen, und gehe dann nicht weit genug nach links, weshalb ich ihm halt hier quasi einfach komplett offen lasse, dass er links durch kann. War nicht ganz so gut vom Verteidigen her, muss man sagen. Der BMW hinter mir will auch unbedingt an mir vorbei. Wenn ich hier dann merke, okay, irgendwie, ja, Ferrari, ich bin mit dem Topspeed, kann ich neben ihn gehen und quasi denken, okay, was soll ich probieren, jetzt einfach, was soll passieren, außer dass ich die Position nicht kriege. Bleib hier möglichst innen, er kommt aber außen gut mit, weshalb ich dann einfach hier leider ein bisschen zu viel Platz lasse, oder beziehungsweise ja, den Platz lassen muss entsprechend auch, und er gut an mir vorbeikommt und die Position sich zurückholt. Hier leider werde ich wieder ein bisschen weiter. Ich sage, diese Kurve ist einfach irgendwie, die liegt einfach mir nicht, beziehungsweise mit dem aktuellen Setup einfach mir nicht. Vielleicht müsste ich noch mal ein bisschen spielen, aber ja, dafür kenne ich mich mit den Setups noch zu wenig aus. Und der BMW geht auch an mir vorbei, das heißt Platz 12, was natürlich nicht so toll ist. Und dann ist auf einmal da vorne ein Porsche, der Porsche von vorhin, der echt schnell war, plötzlich so richtig langsam. Ich dachte mir, okay, sehr spannend, was tut er? Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es Absicht war oder so, keine Ahnung, war irgendwie ein bisschen weird. Weil ich kann dann gut neben ihn gehen und quasi auch, aber es ist irgendwie so, ja klar, er sitzt dann innen und entsprechend, ja, ich kann nicht nach innen reinstechen, um quasi die Ideallinie zu nehmen, sondern muss hier außen bleiben, wo du einfach außen einfach natürlich ewig lang die Kurve dir vorkommt und du irgendwie dann auch nicht die Möglichkeit bekommst. Und ich dachte, okay, gut, jetzt hat es sich auch nicht mehr, jetzt war es das eigentlich. Wenn er jetzt weiterfährt, so wie vorhin, dann schafft man das nicht. Und somit geht dieses Rennen auf Platz, ja, nicht irritieren lassen, 9 stimmt in dem Fall natürlich nicht. Wir schauen uns hier das Ergebnis nochmal an.
Es ist dann Platz 10 geworden. Also Platz 14 im Qualifying, Platz 10 hier im Rennen. Aber Safety Rating ist raufgegangen, Elo ist raufgegangen, punktemäßig war ich schon besser. Incident Points nur 4, also das war schon mal wesentlich besser als die letzten Rennen davor. Und jetzt steigen wir direkt ins nächste Rennen ein. Das ist auch wieder Silverstone, logischerweise war ein Tag davor, glaube ich. Da bin ich in Split 3, glaube ich, eingerankt. Da waren 8 Splits unterwegs, also da war wirklich viel los. Und beim vorigen war ich in Split 2 eingerankt, wie schon, glaube ich, schon gesagt. Und entsprechend dadurch, ja, auch natürlich stärkere Gegner, weil das Ding stüfte ich höher ein und somit kommst du in einen besseren Split sozusagen. Je höher der Split, desto besser auch die Fahrer, mit denen du kämpfst. Und ja, da wollte das Qualifying auch irgendwie nicht so wirklich hinhauen, muss man sagen, für mein Pech. Also eine 2.009, also war okay, aber könnte wesentlich besser. Also ich bin schon eine 2.002, glaube ich, gefahren, auch hier wieder zu weit natürlich, cut detected. Und ich glaube, ich verbessere mich hier noch einmal, aber Platz 13 war das nur. Also da war schon die Konkurrenz ganz gut. Eine 2.008 ist dann quasi meine beste Zeit geworden. Und Platz 10 in diesem Rennen, dass wir uns auch natürlich einmal hier schnell anschauen sozusagen. Und wie immer, der Start ein bisschen verpennt. Also manchmal bin ich mir echt nicht sicher, was ich eigentlich da achte während dem Start, aber scheinbar nicht auf die Ampel. Aber soweit eigentlich alles gut. Kann hier gut außen mithalten. Ein Fahrzeug neben mir, der auch da ein bisschen, ja, zurücksteckt, glaube ich, habe ich das Gefühl zumindest. Die vor mir, die da entsprechend, ja, der eine Ferrari, der ein bisschen weit geht, wodurch ich natürlich eine Chance bekomme. Hier versuche ich nicht eine perfekte, bin ich keine gute Linie gefahren. Ich musste halt ein bisschen ausweichen, dadurch keine gute Linie gewählt, auch, ja, einfach aus. Weil einfach Skill-Issues oder so, keine Ahnung. Versuche natürlich hier dran zu bleiben an der Gruppe vor mir, die natürlich alle wild kämpfen, während hier einer, ja quasi, während sich die hier berühren. Aber ich nicht profitieren konnte, leider. Also das, aber Platz 8, das heißt, ich habe zumindest irgendwo profitiert und 2 Plätze gut gemacht. Natürlich einer Ferrari, der weit gegangen ist. Auch am Start, glaube ich, der rechts von mir war. Auch das ist so eine Kurve, mit der ich einfach nicht so richtig klarkomme, muss ich sagen. Und ja, hier jede Menge, ihr seht es hinter mir im Rückspiegel, Alter, 27 Autos gefühlt. Hier deckt einer innen ab, auch der Ferrari hier, der außen ist, aber ja, man hat hier nicht wirklich viel Überholmöglichkeiten in dem Sinne. Wenn nicht gerade die anderen Fahrer Fehler machen. Hier auch wieder, ihr seht, was da vorne gekämpft wird, was, wo ich natürlich gehofft hätte, auch was davon mitzunehmen, wenn der eine Ferrari hier weit wird. Kein Porsche, ist ein Ferrari. Ich stecke aber noch zurück, weil ich mir denke, okay, was ist das? In die Kurve rein willst du. Die Kurve erwische ich sowieso nicht richtig, also möchte ich da auch nicht innen sein und versuchen zu überholen, weil das geht eigentlich nur schief, muss man sagen. Und da möchte ich keinen abräumen in die Richtung. Während hier auch sehr interessante Linienwahlen teilweise sind. Es ist natürlich so eine Strecke. Ich sage, ich bin einfach nicht so richtig warm geworden mit der Strecke. Es lief teilweise ganz okay, wo ich sagen würde, ja, das lief eigentlich ganz gut. Aber dann auch wieder irgendwie nicht so. Während hier vorne zwei Autos einmal quer fällt einfliegen, was mir natürlich die Möglichkeit gibt, vorbeizugehen. Und ich sage, dadurch, dass ich mich nicht so wohlfühle, sind auch die Linienwahlen teilweise komisch. Ihr seht hier, der Lambo hat einen sehr schlechten Exit, was natürlich entsprechend dem Ferrari hier die Möglichkeit gibt, näher zu kommen. Und dann sind sie hier Side by Side durch die letzte Kurve, durch diesen kleinen Knick durch und gehen dann gemeinsam wahrscheinlich, wobei der Ferrari hier die Oberhand hat, in die erste Kurve. Der bremst am 50er-Schild und der Lambo vergisst einfach zu bremsen. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Also ihr seht das hier, beim 50er-Schild bremst du normal. Der Lambo ist der Meinung gewesen, nö, das brauche ich jetzt nicht. Und entsprechend schießt er hier den Ferrari ab. Natürlich total ärgerlich für den Ferrari. Ich sage natürlich danke, ich habe den Platz gut gemacht. Nicht lange, weil hier kommt ein Lambo durch, der entsprechend schneller ist. Und dann gibt es hier eine Berührung. Und da muss ich ganz klar sagen, mein Fehler. Komplett nehme ich auf meine Kappe. Ist mein Fehler gewesen. Ich habe das irgendwie falsch eingeschätzt. Ihr seht, ich gehe hier weit, will hier innen und dachte, okay, die Linie wäre... So, ja, er hat die richtige Linie gewählt, aber ich dachte, er geht ein bisschen nach außen. Und entsprechend leider, ihr seht hier viele bessere Linien, weil er geht hier nach innen und ich lasse mich einfach zu weit nach außen treiben, ohne Rücksicht zu nehmen, dass ein Auto ist und boxe ihn einmal weg. Ich gebe ihm aber die Position auch nicht zurück, wohlgemerkt, wobei ich sie dann sowieso kurz darauf verliere. Ihr seht es hier, total schlechte Linienwahl. Hab diese Kurve, diese schnellen Rechtskurven liegen einfach nicht. Und dann kommt hier der Lambo durch und dann plötzlich ist auch ein Ferrari, der durch will. Natürlich lasse ich die beide durch, was soll ich machen? Ich habe auch gemerkt, es gibt halt einfach Leute, die haben eine wesentlich bessere Pace, klarerweise. Bin, wie gesagt, jetzt nicht der beste Fahrer auf Silverstone, also generell nicht und auf Silverstone noch weniger.
Ihr seht, hier geht gleich das Rennen auch zu Ende. Platz 8. Ja, war ganz okay. Also ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich von der Pace her irgendwo ganz hinten wäre. Mittelfeld, aber eher so vorderes Mittelfeld, falls es das gibt in die Richtung. Also so eben unter den Top 10 würde ich mich dann doch sehen, ehrlich gesagt. Und das spiegelt auch so ein bisschen die Ergebnisse wieder. Also ihr seht, Platz 10 war es und Platz 8 oder sowas in die Richtung. Also ganz okay, wenn wir uns auch das nochmal hier anschauen. Beim Split 3 eben hier Platz 8, der erste, unglaubliche Zeiten gefahren, aber hier, ja, quasi SR-Rating ist nach oben gegangen, Incident Point 7, ja, ist ganz okay, es könnte natürlich besser sein. So, und dann kommen wir zum letzten Rennen, zum besten Rennen, und da kommen wir erstmal zum Qualifying. Wir haben das jetzt in der Außenansicht, erkläre ich gleich warum. Wie gesagt, beim 50er-Schild anbremsen, dann versuchen, möglichst innen zu sein und dann entsprechend sich quasi wieder raustragen lassen, wenn es denn funktioniert. Hat in dem Fall ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Hier versuchen entsprechend möglichst viel Curb mitzunehmen, möglichst innen zu bleiben. Hier auch einmal den Curb ein bisschen cutten, hat nicht perfekt funktioniert. Auch hier einmal innen und dann quasi raus beschleunigen, auf die lange Gerade so viel Geschwindigkeit mitnehmen wie möglich. Ich habe leider die Aufnahme verkackt, ich habe die Aufnahme aus Versehen gelöscht. Ist ein bisschen doof, weil ich habe, ja, weil ich zu groß für den Pickup, deswegen habe ich sie einfach quasi direkt dort entfernt und dann bin ich nachher drauf gekommen, dass ich den Blödsinn gemacht habe. Deswegen müsst ihr damit anderer Ansicht vorlieb nehmen. Auch hier Anfang des Curbs bremsen, dann sich möglichst reintreiben zu lassen, quasi innen den Curb mitzunehmen, außen dann möglichst wieder raustreiben zu lassen. Auch hier Anfang des Curbs bremsen, hier versuchen möglichst innen zu bleiben, um entsprechend hier einen besseren Kurvenradius hinzubekommen und dann einfach, während ich hier ein bisschen übersteuern habe, versuchen quasi diese beiden Kurven mehr oder weniger in einem durchzufahren, als eine Kurve zu sehen sozusagen von der Linie her. Was mir da nicht ganz gut gelungen ist. Auch hier einmal reinbremsen, sich reintragen lassen, quasi einmal auch mit der Rotation vom Auto arbeiten. Das hat da besser funktioniert als in den meisten anderen Situationen. Auch hier Anfang des Curbs einmal abbremsen, dann möglichst innen, da hätte ich noch ein bisschen Platz gehabt nach innen auf jeden Fall. Auch hier in den ersten runter, möglichst innen, nicht ins Wasserkörb berühren, die sind tödlich hier. Und dann einmal raus beschleunigen. Hier kann man schön abkürzen, auch über den Curb drüber, auf diese noch weitere lange Gerade. Also es ist so ein Zwischending zwischen langen Geraden und wirklich langsamen Kurven. Hier einmal vor dem Schild bremsen, versuchen sich möglichst auch hier innen zu halten. Hier kann man, wo die Kurve zumacht, nochmal innen über den Curb gehen. Und dann ist am besten mit so einem Auto so eher so eine V, sage ich mal, V-Form zu fahren in die Richtung, also wie ich es gemacht habe. Erst innen, dann ein bisschen nach außen treiben lassen, dann wieder innen rein. Das hat mir hier, ist mir hier gut gelungen, die restliche Zeit eher nicht so. Und das war auch, wie ihr es gleich sehen wird, eine 2:00.265 Zeit. Platz 4 hat mir das gebracht, während ich hier wieder einen Fehler mache und dann quasi abbreche. Also Platz 4 hier. Platz 5 war es dann im Rennen selbst. Ihr seht jetzt die Cockpit-Ansicht, wie schon erwähnt. Ich habe leider die Aufnahme gelöscht, deswegen ja, müssen wir mit dem Replay vorlieb nehmen. Aber das ist, glaube ich, auch okay. Sind ein bisschen weniger Anzeigen, ein bisschen andere Anzeigen. Aber ist auch mal schön. Ein bisschen Abwechslung, würde ich sagen. Während wir hier auf Platz 5 eben gestartet sind und entsprechend versuchen, hier gut durchzukommen durch dieses Rennen. Und neben mir ist ein Ferrari tatsächlich und auch vor mir der BMW. Und der Ferrari macht hier ein bisschen Fehler, wow, und fährt dann einmal vor mir rüber. Das war ein bisschen ein Schreckmoment. Und dann kommt er wieder zurück auf die Strecke. Ich dachte mir schon, oh Gott, was tut er jetzt? Muss er natürlich ein bisschen ausweichen, weil ich nicht wusste, was er tut. Das gibt natürlich dem, ich verliere den Anschluss zum Vordergruppe und natürlich hinter mir, die kommen alle ein bisschen näher. Wir schauen uns das Ganze nochmal an, aus meiner Situation. Hier der Ferrari, der weit geht, übers Gras, das Auto fast verliert, dann einmal vor mir rüberzieht und dann wieder aufs Gras geht. Und ich dachte, okay, jetzt ist dann auch mal gut und dann kommt er nochmal retour. Und das Asphalt hat ihn gut gebremst, würde ich sagen noch. Da hat er noch gut auf einmal Grip wieder gehabt und entsprechend ist der Wagen langsamer geworden. Aber er hätte hier schon meiner Meinung nach viel mehr abbremsen sollen, versuchen sollen, hier eher quasi die nicht einfach zurückzustechen auf den, ja, auf die Strecke. Also das so meine Ansicht zumindest. Dann schauen wir uns noch an, was der BMW gemacht hat. Der BMW hier einmal auch weit geworden, irgendwie eine schlechte Linie gewählt und will dann einmal gerade hier quasi abkürzen sozusagen, was ja ganz okay gewesen wäre. Aber er dreht sich dann hier letzte Sekunde ein. Ab dem Zeitpunkt, wo der Grip wieder da war, ist, hat er sich plötzlich eingedreht, was natürlich total ärgerlich sein muss und ist für ihn. Und dadurch quasi fällt er auf den letzten Platz zurück. Was vom Platz 4 oder was gesehen aus, wo er war, echt bitter ist, muss man sagen. Aber ja, solche Fehler können passieren. Und ihr seht jetzt, wie das Pack hinter mir auf einmal da ist, während hier der Porsche im Hintergrund, glaube ich, auch nochmal ein Auto abgeschossen hat. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, dem Rückspiegel. Ich kriege hier leider eine schlechte Linie, was den Porsche auch wieder einlädt, da neben mich zu gehen. Dachte, okay, passt, dann bleibst du aber hier innen und versuchst hier innen möglichst abzudecken. Ist auch gut gemacht. Er hat auch ziemlich stark zurückgezogen, muss man sagen. Wieder ein bisschen übersteuern, aber alles soweit im Rahmen, würde ich sagen.
Und dann hier einmal über diesen Knick rum. Und ich sage, da vorne der Knick, das ist genauso ein Endgegner von mir. Aber durch die zwei Fahrzeuge, die abgeflogen sind, Position 4, also eine Instant gut gemacht sozusagen. Aber jetzt auch nicht perfekt. Vor mir die ersten drei haben wir gedacht, okay, vielleicht kann man es irgendwie dranbleiben. Ich meine, die haben wesentlich bessere Zeiten. Also die sind 1,59er Zeiten gefahren, zumindest der erste. Also in allen Rennen auch hier eine echt schlechte Linie irgendwie, was den Porsche halt wieder hinter mich bringt. Und dann mache ich wieder den typischen Fehler, den ich immer mache. Und zwar hier diese Kurve. Ich gehe komplett weit, wo der Wagen einfach null das macht, was ich erwarte. Und dadurch geht entsprechend der Porsche an mir vorbei. Aber gut, das ist, ja, habe ich halt einfach verkackt, muss man sagen. Ich dachte mir, okay, vielleicht kannst du dranbleiben an dem. Vielleicht geht es ja irgendwie an dem dran zu bleiben. Möglich muss es ja sein, so gesehen, im Grunde. Irgendwie dran zu bleiben, irgendwie zu versuchen, vielleicht auch zu schauen, was er für Linien oder sowas in die Richtung. Wir springen hier eine Weile nach vorne, sozusagen. Ich bin eigentlich jetzt nicht so weit abgerissen. Ein bisschen, man hat gemerkt, ich komme mit der Pace nicht hinterher, hinter den vor mir. So knapp ein paar Zehntel immer so, da mache ich hier einen extremen Fehler, was dem Ferrari hinter mir, der immer ein bisschen näher gekommen ist, entsprechend die Tür aufmacht, dass er auch hier rein kann und er fährt hier vorbei. Aber ja, wie gesagt, wenn jemand so wesentlich schneller ist, was willst du machen? Da bringt es auch jetzt nichts groß zu kämpfen, weil irgendwann überhole dich sowieso. Lieber nicht zu viel Zeit verlieren, damit nicht noch mehr kommen von hinten und dich überholen oder überholen wollen. Das war so ein bisschen die Idee, deswegen schön hier dranbleiben, auch versuchen vielleicht mitzuhalten irgendwie in die Richtung. Wir sind jetzt bei Runde 5 oder so, glaube ich, in die Richtung müsste es sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir springen dann quasi zwei Runden nach vorne. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ob es Runde 7 oder 7, 8 ist. Die Anzeige bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ihr seht, der Abstand ist gar nicht so groß geworden zum Vordermann, über zwei Runden hinweg. Also so viel schneller war dann doch nicht. Während ich hier, ja, eine gute Linie kriege und da plötzlich ein Ferrari steht, ein Porsche da vorne, der auch nochmal Berührung hat mit dem Ferrari vor mir und quasi eine Position wieder gewonnen. Ja, echt ärgerlich natürlich, wenn solche Dinge passieren. Wir schauen uns gleich nochmal an, was passiert ist. Genau, nämlich der Ferrari hier. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist, aber er hat es irgendwie nicht geschafft zu stehen bleiben und ist dem Porsche hinten rein. Kann euch nicht genau sagen, was da passiert ist oder wie das zustande gekommen ist. Der Porsche ein bisschen schlechte Linie, Ferrari hätte das besser hinbekommen, fährt ihm aber hinten drauf. Also ich weiß nicht, warum der Porsche so viel langsamer war als der Ferrari oder vielleicht war der Ferrari viel zu schnell, während hier der Porsche, der unglücklich meiner Meinung nach zurück auf die Strecke fährt und nochmal von dem Ferrari hinten angefahren wird. Aber der Porsche hätte erwarten sollen, meiner Meinung nach, bis quasi die Strecke wieder frei ist, bevor er hier weiterfahrt und nicht einfach quasi einfach rüberziehen, weil, ja, egal. Also war ein bisschen nicht so gut, würde ich sagen. Ja, vielleicht kann man noch eine Position gewinnen. Vielleicht kämpfen die vor mir ja noch, habe ich mir gedacht. Aber ja, viel kann ich euch versprechen oder schon mal spoilern. Ist nicht passiert. Ich wollte natürlich hier möglichst dranbleiben, während da vorne ein Ferrari auch nochmal einen Fehler gemacht hat. Weshalb quasi da nochmal drei Autos vor mir waren. Und ich dachte, hey, eigentlich quasi, wenn die jetzt noch einen Fehler machen oder so. Oder ich eine wesentlich bessere Pace habe, was ich nicht habe. Also der Punkt fällt schon mal aus. Also wenn die einen Fehler machen würden, dann hätte ich die Möglichkeit, vielleicht auch irgendwie nochmal eine Position zu gewinnen. Aber ihr seht das hier zum Ende des Rennens hin. Viel Chance war da leider nicht. Also die drei vor mir waren eine Spur schneller, beziehungsweise waren zumindest nicht wesentlich langsamer als ich. So kann man es vielleicht besser sagen. Während ich hier auch wieder eine schlechte Linie habe, auch wieder übersteuern beim Exit. Also das, ja, hat einfach nicht so sein wollen, wie ich das wollte. Und dann gehen wir hier über die Linie auf Platz 5. Also das war zumindest die beste Positionierung für mich bisher in diesem Rennen. In diesen drei Rennen so herum. Deswegen war es auch quasi das, unter Anführungszeichen, das beste Rennen. Wobei nicht wirklich in Wirklichkeit, sondern es war eher so ein, ja, es ging halt nicht besser. Und ihr seht jetzt Platz 5, Safety Rating ist auch hier gestiegen. Wobei, wie gesagt, das war eben das erste Rennen, das ich gefahren bin. 93 Punkte, die ich mitnehme für dieses Rennen. Das ist okay, glaube ich. Damit, ja, mehr wäre drin gewesen, aber ich glaube, viel besser ist Position 5 wird es nicht. Dann schauen wir hier noch den Pace-Vergleich an. Und ich fand es ganz spannend, im ersten Rennen, da hatte ich genau eine 2.00er Zeit. Im zweiten Rennen war es dann auch nur eine. Und im dritten Rennen waren es dann tatsächlich drei hintereinander folgende. Da waren die Zeiten auch insgesamt ganz okay. Es gab ein paar langsame Runden, es gab überall fehlerhafte Runden. Also ja, die Pace wurde so ein bisschen besser, könnte man sagen. Im Qualifying nicht lustigerweise, aber zumindest im Rennen so ein bisschen. Aber wirklich optimal ist es nicht. Also man kann hier wesentlich besser fahren. Man sollte hier wesentlich besser fahren, auch in die Richtung. Aber ja, so ist es halt. Damit so viel zu diesen Rennen. Also Platz 5, Platz 8 und Platz 10 ist ganz okay, würde ich sagen. Könnte wesentlich besser sein, könnte aber auch wesentlich schlechter sein, so in die Richtung. Und ich konzentriere mich jetzt vollkommen auf Barcelona, auf die Husa GT Masters, beziehungsweise die beiden Husa
Serien eigentlich, nämlich auch die Rookie-Serie werde ich mitfahren, einfach weil ich ja doch noch ein Anfänger bin, wie man auch sieht an den diversen Fehlern, die ich mache, deswegen glaube ich, ist das ganz gut, auch da ein bisschen reinzukommen. Ich werde wahrscheinlich auch wieder dazu Videos machen, mal schauen, ob ich die zusammenfasse oder nicht, aber das werdet ihr erfahren, wenn ihr entsprechend abonniert und gerne auch natürlich Benachrichtigungen aktiviert und so ein Zeug, ihr kennt das Thema. Dann danke ich an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne auch einen Kommentar, wenn ihr Tipps habt, ich habe das schon gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich zum Beispiel auch im Setup vielleicht mir einfacher tue, wie ich auch vielleicht, ja, keine Ahnung, wenn ihr sagt, hey, ich habe da ein Free-Setup oder ich kenne jemanden, der ein Free-Setup hat, sagt mir das gerne, ich probiere das gerne natürlich aus oder wenn ihr eben Tipps habt, auch generell so zu diversen Themen, schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich versuche mich natürlich immer zu verbessern, auch zu versuchen oder zuzulernen, auch natürlich Fehler einzugestehen, wie gesagt, es gab ein paar Fehler von mir, wo ich auch andere mit reingezogen habe, jetzt keine im großen Aussehen oder im großen Ausmaße, aber dennoch leider waren da ein paar da, deswegen ja, gibt es immer was zu lernen. Und damit würde ich sagen, lass uns wirklich gut sein. Bis dann. Ciao.